Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play der Herr der Ringe Online. Und ich begebe mich zu Prinz Harding nach Harwich in die Steppe. Denn wir haben einen Notruf oder einen Hilferuf erreicht, dass aus der Wildermark keinerlei Antworten mehr kommen. Und so sind Corudan, Horn und ich zusammen mit dem neuen Barden Cleowine unterwegs, um in die Wildermark zu reisen. Und die Wildermark befindet sich kartentechnisch hier oben, also fast am Eingang wieder von der neuen, von dem Rohanreich. Dass wir hier zurück nach Harwich müssen. Mal gucken, was Prinz Harding hier aussagt. So. Mensch. Ist echt unglaublich, was hier passiert. Unglaublich. Unglaublich. Buch 10, Kapitel 3. Keine Kunde aus der Wildermark. Ja? Gibt es Nachrichten von Fast Red, der so weit weg und in angenehmer Lage ist? Harding schnaubt, als ihr mitteilt, dass Fastred nur euch vier zur Unterstützung geschickt hat. Also irgendwie ist die Musik jetzt zu laut. Also entweder ist sie zu leise oder sie ist zu laut. So. Harding schnaubt. Achso. Genau. Nur uns vier, ne? Ich schätze natürlich eure Hilfenotre. Aber wenn Fastred glaubt, er könnte euch an seiner Stadt schicken, so irrt er. Damit kommt er seinen Verpflichtungen nicht nach. Ich bin der Prinz der Nordmarsch. Und wenn meine Lande bedroht sind, dann sind all unsere Lande bedroht. Wir haben nun seit Tagen nichts mehr aus der Wildermark gehört. Die letzte Truppe, die sich dorthin begab, bestand aus mehreren tapferen Männern. Witwara, ein angesehener Reiter, und mein eigener Sohn, Leodwig. Er wäre zurückgekehrt, wenn es sonst niemand getan hätte. Sein Mut ist nicht so ausgeprägt, wie ich es mir wünschen würde. Doch selbst er ist verschollen. Bringt in Erfahrung, was mit meinen Männern geschehen ist und welches Unheil die Wildermark heimgesucht hat. Dieses Land ist zu nah an Harwich, als dass wir untätig bleiben können. Ja, das kann natürlich sein, ne? Kann natürlich wirklich sein, dass dieses Land zu nah ist an den Dann wollen wir schauen. Oh, er hat noch eine andere Aufgabe. Ausritt für Harding? Nein, das machen wir nicht. Sprecht außerhalb der Methalle von Harwich in der Steppe mit Cleowin. Na gut. Mal schauen, was kann Cleowin uns denn sagen? Der ist hier gleich hier um die Ecke, oder? Da ist Wigwald. Nee, da ist er nicht. Ach, da oben ist er. Oh, da drin. Er ist da drinnen. So. Unsere Straße führt in die Wildermark. Könnt ihr auf der Karte sehen, wohin sie führt? Okay. Durch den Abschluss dieser Aufnahme wird ein optionaler Zwischenspiel Cleowins Karte freigeschaltet. Na gut. Achso, ich muss was aussuchen. Das ist eh egal. Ich wurde in der Wildermark geboren. Ich kann es kaum abwarten, sie wiederzusehen. Hardings Interesse in der Lage der Wildermark kommt nicht überraschend. Ist er doch der Prinz der Nordmarsch? So obliegt seine Befehlsgewalt, und es ist seine Pflicht zu wissen, wenn den dortigen Bewohnern Unheil droht oder widerfährt. Mein Interesse an der Wildermark ist persönlicher, Notreb. Ich wurde an einem Ort namens Dunfast geboren, ein kleines Dorf in Weißhag. Als kleiner Junge muss ich wohl jeden kräftigen Baum innerhalb der einer Meile des Dorfes erklommen haben. Der Blick aus der Höhe ist mir wohl bekannt und wird von mir sehr geschätzt.
Grüne Felder und sonnige Hügel, das kristallklare blaue Wasser des Isingsees, der Ertrag gut bestellter Baumfelder. Ihr seht zwar nur ein wenig davon auf meiner Karte, Nordrep, aber die Worte und Symbole berühren mein Herz und lassen mich an meine Heimat denken. Sprecht mit Horn, um praktische Ratschläge zu erhalten und um unsere nächsten Schritte zu besprechen. Ich neige, wie für Baden üblich, dazu, auf Schritte meiner Erinnerung zu treten. Kann ich jetzt hier die Karte machen? Ah ja. Moment, und was sagt Horn? Dies wird dann eure Aufgabe sein. Findet mehr über das Verschwinden von Hardings Männern heraus. Von Hardings Männern heraus, die in der Wildermark entsandt hatte. Er gab uns zwei ihrer Namen. Witwara, ein begabter Reiter, und Leodwig, Hardings eigener Sohn. Horn sieht sich den Reiseweg auf Gleowinds Karte an. Wir werden von Harwig aus gen Norden reiten und der Straße durch die Steppe folgen, bis sie nach Westen führt. Dies wird uns in die Wildermark bringen. Seht ihr dieses Gebiet hier? Dieses Land ist als Krummhöhen bekannt. Und die erste Siedlung, die wir dort erkunden sollten, ist Skylfik, das sich im nördlichen Randbereich befindet. Was haltet ihr von diesem Reiseweg? Ich wäre bereit, wenn ihr es auch seid, Nordrep. Nun gut, ich schaue mir erstmal die Karte an. Euer Auge wandert auf die Karte gen Westen, hinaus über die Grenzen von Rohan bis zu den felsigen Hügeln von Dunland. Ihr fragt euch, was wohl aus Halberath und der Grauen Schar geworden ist, seit ihr sie verlassen habt. Nun, dann wollen wir mal die Karte anschauen. Halberath. Im Dunland zerbricht Halberath sich derweil über die möglichen Dinge den Kopf. Ah, jetzt können wir mal ein bisschen in Erfahrung bringen, was mit den anderen passiert in der Zwischenzeit, während wir hier sind. Wie, die Falkensippe? Das Bild zeigt doch die Falkensippe. In der Zwischenzeit müht sich Halberath von den Dunedain um die Entscheidung, was für die Waldläufer unter seinem Befehl wohl das beste Vorgehen wäre. Ja, und Halberath ist... Hä, im Ort der Falkensippe? Sind die in den Berg? Halberath, kann ich kurz mit euch sprechen? Mein Bruder ist von seinem Aufenthalt in den Bergen zurückgekehrt und er berichtet, dass eine kleine Gruppe von Kriegern auf dem Weg hierher ist. Mehr Mitglieder der Falkensippe? Fragte ich ihn, doch er war nicht sicher. Er ist mit Radanir zurückgegangen, um sie abzufangen, bevor sie herkommen. Elrohir hält inne und ihr merkt, dass es ihm schwerfällt, die richtigen Worte zu finden. Dann fährt er fort. Wir haben vieles zusammen durchgestanden, mein Freund, und werden sicher weitere Gefahren bestehen, bevor wir Aragorn finden. Doch ich muss euch dieses fragen. Warum verweilen wir hier in Tal Meteras? Uns ist hier großes Unrecht widerfahren. Und der Wunsch, unsere Gefallenen zu rächen, ist stark. Doch wenn wir säumen, mag sich das als ebenso tödlich erweisen. Dann stimmt ihr zu, dass die Zeit gekommen ist, diesen Ort zu verlassen? Ich freue mich, das zu hören. Ihr solltet eure Männer in Kenntnis setzen. Einige haben bekundet, bald aufbrechen zu wollen. Na gut, dann setzen wir mal unsere Männer in Kenntnis. Die Erde rumpelt und bebt, wie es in letzter Zeit häufig tut. Nicht schon wieder. Das Rumpeln in der Erde wird immer schlimmer, Halberath. Mir gefällt das auch nicht. Seradan, hört zu, als ihr erklärt, dass für die Graue Schar die Zeit gekommen ist, Tal Meteras zu verlassen. Das dünkt mich weise. Ich bin bereits zum Schluss gekommen, dass es Zeit ist, aufzubrechen. Und ich wollte wissen, ob ihr mir zustimmt. Ich möchte Tal Meteras verlassen, doch ich möchte mich nach Norden wenden, nicht nach Süden. Seradan sieht euer ratloses Gesicht und fährt schnell fort.
Viele unserer Brüder sind auf der Straße gefallen und der Gedanke bekümmert mich, dass sie in diesen feindseligen südlichen Landen ihre letzte Ruhe finden sollen. Sie sind Dunedain. Sie sollten in ihre nördliche Heimat zurückkehren, die ihnen teuer war. Ich möchte ihre Körper mit einem Wagen zurück nach Hause bringen. Ja, und? Was nun? Ich möchte Aragorn nicht im Stich lassen. Doch unsere Brüder verdienen etwas Besseres, als sie bekommen haben. Ihr stimmt zu? Danke, Halberath. Ich werde sofort die Vorbereitungen in die Wege leiten. Ah. Also, Seradan will die Leute in den Norden bringen, oder was? Und jetzt steht... Hallo, warum steht jetzt alles? Na gut. Ah, Koronir und Golodir. Vorsichtig! Nein, nein, es war genau richtig. Nein, 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 das war genau richtig. Ah, jetzt sortiert er hier alles. Scheinbar jedenfalls. Koronir und ich haben die Waffen der Falkensippe eingesammelt, die sie zurückgelassen haben, als wir sie in die Höhlen trieben. Dieses verfluchte Beben der Erde macht es schwieriger als nötig. Golodir, hört zu, als ihr eure Entscheidung erläutert, dass die graue Schar ihren Weg fortsetzen soll, und sein Gesicht verfinstert sich. Das kann nicht euer Ernst sein, Halberath. Wir können noch nicht aufbrechen. Loi Brennin und seine Kumpane sind immer noch am Leben. Ihr könnt die Wunden nicht vergessen haben, die er uns geschlagen hat und die Leben, die sein Verrat gekostet hat. Wir müssen Rache nehmen, bevor wir gehen. Es ist zu gefährlich, diesen Feind hinter uns zu lassen. Loi Brennin muss für seinen Verrat bezahlen. Mann, 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 Mann. Und weiter geht's. Ihr wollt einfach nicht. Ihr wollt einfach nicht hören, ne? Ihr wollt einfach nicht hören. Ihr wollt einfach nicht hören. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Was sagt Kahlenglad? Habt ihr das Rumpeln in der Erde gespürt, Halberath? Es wird immer stärker. Es klingt fast, als ob nun... Kahlenglad verstummt beschämt. Ihr bittet ihn fortzufahren, doch er bleibt verlegen. Nun, es klingt, als würde eine riesige Kreatur unter der Erde herumlaufen und die Erde dabei mit der Gewalt ihrer Schritte zum Erdbeben bringen. Kann es solch eine Kreatur geben? Man sollte meinen, dass solche Fantasien in den Geschichten für Kinder gehören. Doch ich habe in meinem Leben viele merkwürdige und wundersame Dinge gesehen, Halberath. Und von solchen Wundern zu erfahren, ist es, was mich einen Fuß vor den anderen setzen lässt. Wenn eine solche Kreatur existiert, müssen wir herausfinden, ob sie für unsere Leute und das gute Volk des Dunlands eine Gefahr darstellt. Oder meint ihr nicht? Könnt ihr mir mit absoluter Sicherheit sagen, dass das Beben der Erde für uns keine Bedrohung darstellt? Ich kann das nicht. Dies ist eine meiner Sorgen. Sprecht mit Radanir. So, wo ist der jetzt? Ist der da hinten? Der ist da ganz hinten. Ihr seid geradewegs in einen Überraschungsangriff hineingestolpert, Halberath. Seid ihr bereit, an meiner Seite zu kämpfen? Radanir lacht. Oh, dieses Mal seid ihr auf der richtigen Seite des Hinterhalts. Wir haben den Hinterhalt gelegt. Eladan und ich haben eine kleine Gruppe von Kriegern der Falkensippe hergelockt. Sie glauben, wir würden vor ihnen fliehen. Doch sie werden ihre Überraschung erleben. Seid ihr bereit?
Na gut. Hier entlang, Halberat. Und seid leise. Dieser Elb hat uns zum Narren gehalten. Er hat sich davon gemacht. Pfui, wir sind verloren. So, ich kann leider irgendwie scheinbar nur mit zwei Sachen kämpfen, oder was? Grauer Mut. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ich bin überrascht, euch auf dieser Seite des Hinterhalts zu sehen, Radanir. Habt ihr euch entschlossen, nicht zu helfen, weil ihr mit geistiger Arbeit so beschäftigt wart, Prestadir? Das kann ich nicht akzeptieren. Wir können nicht gehen, ohne uns zuerst um die Falkensippe zu kümmern. Alles leckt hier. So, Elrohir, Kalenglad, Koronir, Radanir, Golodir, Seradan. Ist dies die Lage, in der wir uns befinden, Halberat? Die Falkensippe setzt uns von den Bergen und Höhlen aus in die ihre Leute geflohen sind. Die Erde bebt und rumpelt mehr und mehr mit jedem Tag. Unsere Zahl vermindert sich, je weiter wir nach Süden kommen. Brüder und Freunde sind an den Tod verloren oder einem dringenden Ruf in ferne Länder gefolgt. Ihr seid unser Anführer. Welche Straße oder Straßen sollen wir von hier aus nehmen? Und wie soll es danach mit der grauen Schar weitergehen? Prestatir blickt euch erwartungsvoll an. Und euch ist klar, dass ihr einige Mitglieder eurer Gemeinschaft damit beauftragen müsst, sich um jede dieser Situationen zu kümmern. Als erstes müsst ihr darüber nachdenken, wie die unterschiedlichen Wege, die vor euch liegen, am besten angegangen werden sollten. Ja. Tja. Die Truppe hier ist uneins. Und Halberat darf jetzt entscheiden, wie es weitergeht mit der Grauen Schar, ne? Ja, das war das Zwischenspiel hier. So. Dann werden wir weiterreisen müssen. Also, ach so, kann ich auf die Karte nochmal draufklicken? Ach so, ich kann das Zwischenspiel nochmal machen. Ah ja, gut. Ne, wir müssen weiterreisen. Wir müssen jetzt in die Wildermark. So. Reist in die Stadt Sküfling in den krummen Höhen der Wildermark. Na gut. Kann ich da auch mit der Schnellreise hinreisen? Was habt ihr mit den Rohirren zu schaffen? Ich könnte so reisen, aber das machen wir jetzt nicht. Wir nehmen den normalen Weg. Kann ja auch nicht ständig immer solche Münzen ausgeben. Wir müssen den normalen Weg nehmen. Schließlich reiten wir jetzt hier raus nach Norden. An der Ecke vorbei, wo wir... Oh, wir haben Punkte. Wir haben 2 Punkte. Ah, Mist, mir fehlt 1 Punkt. Ja, mir fehlt ein bisschen was an Reittiererfahrung, um das weiter auszuführen. So. Wo beginnt die Wildermark? Ah ja, wir müssen einfach nur den Weg entlang reiten und irgendwo unten geht es dann links ab. Irgendwo unten geht es dann links ab. Gut. Jetzt hört man wieder gar nichts von der Musik, ne? Also, als ich weiter im Süden war, da war die Musik so dermaßen laut. So. Machen wir sie wieder ein kleines Tickchen lauter. So. Geht's hier ab? Nee, immer noch nicht. Gleich. Da vorne. Da links hoch, da geht's in die Wildermark.
Da links oben. Gut. Hier. Hier geht es ab. So. Vöglein, Vöglein an der Wand. Wer ist der Schlimmste im ganzen Land? Raufbolde und alles, ne? Krummhöhenorg. Mhm. Orkbezwinger. Neue Feinde. Orkkundschafter. Krummhöhenorg. Hier. So, hab ich irgendwas gekriegt hier? Es hat sich so. Hat so, so geklimpert irgendwie. Alles mit Schnee und Eis hier bedeckt. Nee, ich glaube, das war der falsche Weg. Das war der falsche Weg. Skifling ist das daneben. Ah, hier gibt es ein Rohr im Lager. Das ist das Lager von Trim Rotbart. Okay. Nee, das war der falsche Weg. Alles klar. Also das nächste Mal ein bisschen mehr auf die Karte achten. So, dann nehmen wir mal die Abkürzung hier lang. So. Ah, überall sind diese Orkkrieger, ne? Jawohl, der ist auch weg. So, jetzt geht's aber richtig. Noch ein Orkkrieger. Oh, no, 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 no. Was der mal erzählt da, per Pferd. So, da drüben, das ist die Stadt, wo ich hin wollte, ne? Das war knapp. So, da drüben ist doch die Stadt, wo ich hin will. Also. Jawohl. Aber hier sind überall Orks, ne? Dann ist wohl klar, dass hier die... was hier passiert ist. Die Stadt ist von Orks überrannt worden, oder? Nee, noch nicht. Ihr habt Skylfig erreicht. Und solltet nach Witfara und Leodwig Ausschau halten, ne? Gut. Erstmal gibt es hier eine. Es sind hoffnungslose Zeiten für eine die Stallmeisterin. Wo sind sie nur? Wo sind sie nur? Vielleicht bei der Methalle. Da oben ist eine Methalle, genau. Ach, da ist Witfara. Gut, da unten ist Witfara. Dann gehen wir unten zu Witfara hin. So. Dieses Land ist besetzt, Fremder. Ja, ich bin Witfara, einer von Hardings Reitern, dem Prinzen der Nordmarsch. Ich bin auf sein Ersuchen in diesem Land, aber durch einige Schwierigkeiten wurde ich bislang von meiner Rückkehr abgehalten. Witfara lacht säuerlich und reibt behutsam sein verwundetes Bein. Dieses Land steht unter Belagerung. Falls ihr noch nicht von dieser schrecklichen Erscheinung namens Nutzung gehört haben solltet, so wird dies bald geschehen. Die ganze Wildermark zittert vor seinem Namen und man fürchtet ihn zu Recht. Er tötete mein Pferd Windfuß und niemand konnte mir ein neues geben.
damit ich nach Harwick zurückkehren könnte. Aber das ist aufgrund des Zustands meines Beins nicht weiter von Bedeutung. Wir können nicht viel gegen Nurzum unternehmen, aber andere Feinde in den Krummhöhen sind weniger imposant. Wenn ihr dieses Land erkundet und dabei die berittenen Feinde aus dem Lager der Weißen Hand im Südosten bekämpft, sie von Tyrim Rotbarts Ausbildungslager im Osten fernhaltet und das heimgesuchte Fischerdorf im Nordwesten erkundet, so werde ich euch mehr über diesen schrecklichen Feind erzählen können. Mhm. Also, dann sollen wir mal dieses... Ja, gut, das Ausbildungslager, das haben wir gerade gefunden gehabt. So, dann berittene Gegner besiegen. Findet das möglicherweise heimgesuchte Fischerdorf und findet das Lager der Weißen Hand im Südosten. Also eine ganze Menge, die er jetzt von mir will, was er selber nicht machen konnte offensichtlich. Naja, dann gucken wir mal. Also, findet das Lager der Weißen Hand im Südosten, findet das möglicherweise heimgesuchte Fischerdorf. Das muss, das muss auch hier drüben sein, okay. Gut. Da, wo der See ist, so. Und berittene Gegner. Ist ein Berittener? Nein, ist er nicht. Ich bin beritten. Bist du beritten? Nein. Hier geht es runter. Das ist wahrscheinlich das Fischerdorf. Degul, Degul. Dieses Fischerdorf scheint verlassen zu sein. Welche Geheimnisse birgt es? Na gut. Also hier ist niemand mehr. Hier sind nur noch ein Haufen Geister. Dann gucken wir mal weiter. Wo ist jetzt das Lager? Naja gut, ich muss zu den Reitenden, ne? Zu den Reitern. Die müssen hier irgendwo sein, die Reiter. Weil die brauchen ja auch Platz. Die können nicht in diesem engen Ding rumreiten. So. Suchen wir uns mal den... Ey, irgendwo müssen doch die Reiter sein hier. Na gut. Holen wir uns erstmal das, suchen wir erstmal das Lager auf, ne? Trims Lager. Das muss ja auch gleich hier irgendwo sein, ne? Da ist der See. Ja, hinter dem See ist es. Oh. Kann ich hier irgendwie rüber? Nee, shit. Ah ja. Gäste. Na, ach, Mann. Das ist immer ein Scheiß mit diesem Pferd. Das ist echt immer ein Scheiß mit diesem Pferd. So, Trims Ausbildungslager verfügt über jede Menge Vorräte und kampfhungrige Männer. Doch ist das genug? Ja, mit denen haben wir gesprochen. Beziehungsweise mit denen haben wir nicht gesprochen. Mit denen haben wir losgelegt. So, irgendwo müssen doch jetzt noch die Reiter sein. Wahrscheinlich irgendwie hier auf der Ebene, ne? Bogenschütze, Bogenschütze. Da ist ein erster Reiter. Jawohl, das war der erste. Lauf mal nicht so schnell, da drüben ist noch einer. So.
So, jetzt. So geht's am besten. Sich einfach hinstellen und zack. Ah ja. Du hast auch was abgekriegt, na gut. So, noch ein Berittener. Da, ach, da steht er doch schon wieder. Jawohl, und jetzt müssen wir nur noch das Orklager finden. Das Lager der Weißen Hand. So. Gut, noch einer. Aber ist klar, Saruman greift auch nach diesen Teilen von Rohan, ne? Kein Teil von Rohan bleibt außen vor. Wo ist denn das Lager? Mann, das ist aber ganz schön weit im Süden. Warum ist denn das so weit im Süden, das Lager? Das da ist es, oder was? Komm ich hier irgendwie rein? Hier. Im Lager der Weißen Hand wimmelt es nur so von Feinden. Wieso sind sie hier? Ja, wieso sind sie hier? Wir werden es herausfinden. Wir müssen einfach nur zurück zu Vidfara jetzt. Es gibt sogar einen Weg. Ah, man kann den Weg benutzen. Wir hätten gar nicht querfeld eingemusst. Wir hätten den Weg benutzen können. Na gut. So. Jawohl. Da drüben ist noch ein Ort. Aber zu dem wollen wir nicht. Wir müssen direkt wieder zurück zu Vidfara in Skyfing. Skyfig. Oder wie heißt es nochmal? Skyfig. Was für ein komischer Name. Komm, mehr Tempo, mehr Tempo. Wir wollen ihn doch noch erreichen. Ah, da sind sogar Bogenmeister, die sind ein bisschen stärker. Interessant. Ah, da drüben ist es. Skyfig. Sind wir hier schon wieder? Ah, Buch der Taten. Wieder alles mögliche an neuen Buch der Taten hier gekriegt. Kampfgruppe. Was, da ist eine Kampfgruppe. Balcharan. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht da. Und tot ist er. Das war's. Können wir ihn schon mal hier sehen. Und direkt dran vorbeireiten. Gibt ein bisschen Ruf. Und ein paar Zeichen. Und ein paar Villamarkmünzen. Sonst habe ich wieder nur Schrott angesammelt hier, ne? So. Zack. Zack. Ey, diese ganzen scheiß Gegenstände, die man nicht braucht, ne? Habe ich noch nicht in den Filter gelegt. Ich muss mal machen, dass sie demnächst mal alle in den Filter kommen. Dann werden die nicht mehr eingesammelt. Muss ich sie immer alle wegschmeißen, regelmäßig. Ah, meine Freunde sind zurück. Ach, Mensch. Vidfara lebt. Geht es Leodwig ebenfalls gut? Ja, das weiß ich nicht. Ist das hier Leodwig? Wenigstens ist Vidfara am Leben. Aber was ist mit Leodwig, Hardings Sohn? Ja, das wissen wir nicht. Ich danke euch für die unerwartet vielen guten Taten, die ihr in den Krummhöhen vollbracht habt. Meine neue Freundin. Meine neuen Freunde. Die Menschen haben bereits viel durchgemacht und ich fürchte, dass sich einige der Gefahren, die sie bedrohen,
noch zusätzlich beschleunigt habe. Ich ritt mit meinen Gefährten durch die hohen Hügel, als uns ein Schneesturm überraschte. Der Schnee blendete uns und der eisige Wind drang uns bis ins Mark. Also stieg ich ab, um nach einem Unterschlupf zu suchen. Kaum, dass ich meine Stiefel den Boden berührten, fiel ein gewaltiger Schatten über mich und eine riesenhafte Gestalt ragte über mein armes Pferd Windfuß auf. Ich wich entsetzt zurück und fiel in eine große Schneewehe. Das hat mir das Leben gerettet. Vidfara starrt verstört vor sich hin. In dem ganzen Durcheinander hörte ich, wie sich Nurzum an meinem armen Windfuß labte. Und erst, als er sein Mahl beendet hatte und sich von dannen machte, bemerkte ich, dass meine Gefährten verschwunden waren. Von Leodwig fehlte jede Spur, aber ich glaube nicht, dass Hardings Sohn verschont blieb. Es kostete mich viel Zeit, um zu Fuß zurück nach Skylfig zu gelangen. Aber wenn er überlebt hätte, hätte er es mir gleich getan. Das ist meine Geschichte. Ich hoffe nur, dass ich Nurzum nicht durch meine Anwesenheit hierher lockte und dadurch die Bewohner von Skylfig in Gefahr brachte. Ja, so sind wir jetzt in der Wildermark angekommen. Und wie es weitergeht mit Nurzum und auf der Suche nach Leodwig, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis denne, sagt der Captain.